Herzlich willkommen, liebe Menschen, zu einer weiteren Ausgabe Kleinbausteine mit mir, im Cyril, hier auf twitch.tv/sprach.ch. Schön, seid ihr dabei an dem wunderbaren Dienstag mit mir zusammen. Und ganz herzliches Hallo. Herzliche Gratulation. Hier die Runde. Schon ein paar da. Ja, es fängt immer nach 5 Minuten fängt's an. Wir tun das schön ein bisschen abzählen. Ich kann noch ein bisschen vorbereiten und so weiter und so fort. Aber da sind wir. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie auch mir. Mir geht's gut. Guter Tag gehabt, so wie gut gestartet. Schon zu Mittag gehabt, bin ready. Bin schon aus dem Loch draußen, wo sich so ein bisschen einnistet nach dem Mittag. Ja, kommt gut. Wir haben heute Grosses vor. Einmal mehr natürlich. Schon letzte Woche ein bisschen anteasert. Was euch da so kommt. Ja, wir gehen auf Reisen miteinander. Und zwar auf eine Weltreise gemeinsam. Und ja, ihr habt es ja vielleicht schon gesehen auf Twitter. Haben wir es da ganz weit hindern. Oh, so, das wird spiegelt. Wir gehen heute an The Globe. An Globus. Von Lego und zwar aus der Ideas-Serie und das ist ein riesig grosses Teil, also ihr seht es selber, das ist recht gross. Es ist auch ab 18, ich darf das, die einen von euch vielleicht nicht, wir werden es noch herausfinden. Und ja, wir haben fast 2600 Teile, 2585, wenn wir ganz genau sein. Und hey, es hat Teile drin, seht ihr das? Die leuchtet im Dunkeln, damit man weiss, wo Kontinente sind. Ist das nicht faszinierend? Ich finde, der macht sich richtig gut auf einem schönen, grossen Schreibtisch. So am besten irgendwie 5 auf 3 Meter oder so. Sieht ganz, ganz toll aus. Was haben wir sonst noch? Ausser dran, nichts nennenswertes. Ja, ich würde sagen, wir starten und machen den Keiben mal auf. Oh, wo habe ich jetzt da meinen Brieföffner? Der braucht es. Schade, dass es nicht mehr aus Lego Ideas umsetzt. Was wünschst du dir denn von Lego Ideas? Ich bin natürlich zwischendurch auch ein bisschen auf Reddit unterwegs. Was ich mir wünsche, was ich ganz viele Sachen gesehen habe in letzter Zeit, ist von Dungeons & Dragons. Nächstes Jahr ist ganz grosses Dungeons & Dragons Jahr, ja. Und da hat es wirklich ein paar echt coole Sachen drunter. Ja, ich hoffe natürlich auch, dass die einen oder anderen Sachen umgesetzt werden. Mal schauen, wie es kommt. Also die Chancen stehen schon mal nicht schlecht, oder? Ist lustig, he? Nicht gut funktioniert nicht, aber nicht schlecht funktioniert. Faszinierend. Mehr von der Mittelalter-Sache. Oh ja, die waren richtig toll gewesen. Ja, ganz, ganz eine schöne Serie. Schmiede, Mühle und so weiter. Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Falls ihr wettet auf brach.ch den Globus suchen und ihr vielleicht gewundert seid, ja, kann ich den zuhause auch machen und so weiter und so fort. Ja, könnt ihr. Wir haben nur leider aktuell nicht an Lager. Aber er kommt sehr wahrscheinlich übernächste Woche wieder rein. Dann findet er. Dort ist wirklich gerade ausverkauft. Also die Leute haben sehr, sehr gerne. Einer ist bei mir gelandet. Und ja, wir werden uns mal anschauen, woran das Ganze liegt, dass der so beliebt ist. Oder? Ich schalte da mal um. Unsere Lego Cam. Burgidee hat es auch coole, glaube ich dir, aufs Wort. Ich bin ja zwar sehr Fan von der Löwenritterburg. Wäre natürlich toll, wenn wir die mal noch zusammenbauen könnten, aber das wäre wirklich ein grosses Projekt. Sieht aber sehr toll aus. Erinnert mich natürlich an meine Kindheit, auch ein Stück weit zurück. Wie ich dort schon die Burg hatte von Lego. Ganz klein war bin. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht auch noch daran. Das war wirklich ein cooles Set. Und ja, jetzt hat es so ein bisschen Revival gegeben. Mit dieser Burg. Wir haben ja einen Teil von dieser Lego-Burg schon mal dafür verbauen, für die sich noch erinnern. Und zwar bei den Orchideen. Das hat sich da gerade um meinen Finger herum gewickelt. Bei den Orchideen haben wir das dürfen machen. Und zwar die Schildli sind, glaube ich, ein Teil von der Blüte gewesen.
Und dort war auch in der Anleitung selber der Hinweis gewesen, hey, das kommt nicht von 1995, von der Ritter damals, das ist immer noch genau das gleiche Teil. Habe ich cool gefunden. So, okay. Bevor ich da eigentlich alles ausleere, gehen wir zuerst mal noch geschwind in die Anleitung. Okay, Our Amazing Planet, ein bisschen etwas über den Background von unserer guten Welt Erde. Ein paar Fun Facts. Oh, Fun Facts sind immer gut. Hä? Die ganze Oberfläche beträgt 510,1 Millionen Quadratkilometer und davon sind 71% mit Wasser bedeckt. Okay, haben wir vielleicht auch schon mal gehört. Imagine Rerun von Herr der Ringe, Lego-Serie. Das wär's. Oh mein Gott. Mein arme Portemonnaie. Nein, das können wir nicht machen. Hey. Ist zu früh. Zuerst noch den 13. einfahren. Dann könnte es von mir aus kommen. Also das Set hat 2585 Lego Bricks. In Echtzeit, also in echter Zeit, wie wir jetzt gerade leben, bräuchte es 1.252.343.750 2x4 Lego-Steinchen, wo man in einer Linie aufreiht, um vom einen Ende ans andere zu kommen bei der Welt, über den Äquator rein. Also um den ganzen Umfang eigentlich abzudecken mit Lego-Steinchen. 1.252.343.750 2x4 Lego-Steinchen. Hat noch niemand versucht. Könnte man mal machen. Weltrekord mal anpeilen. Zu viel Warhammer. Ah, schlimmes Hobby. Schlimmes Hobby. Ah, so viel Geld geht dort weg. Ich würde auch mega gerne starten. Ich versuche noch den Kollegen zu bearbeiten. Aber vielleicht kurz dann mal noch. Aber die Lore haben wir schon reingezogen, mega tolle Lore. Also Leute, die gerne ein bisschen auf Hintergrundgeschichten stehen, Warhammer, könnt ihr euch Stunden reinziehen. Gut, jetzt sind wir beim Globus anyway. Hm? Der Globus selber ist in einem Maßstab von 1 zu 48 Millionen. Schli, hä? Okay. Und mehr als 80% von unseren Ozeanen müssen noch erkundet werden. Interessant. Nachher steht noch etwas von der mittelatlantischen, vom Ridge, was ist das? Abgrund wahrscheinlich, wo 65.000 Kilometer tief oder breit lang ist. Der muss auch noch erkundet werden. Die längste Gebirgskette ist 4200 Meter. Das kann jetzt sein. What? Ah, jetzt check ich es erst, das hängt zusammen. Okay, also die 65.000 Kilometer lange mittelatlantische der Abgrund, ich weiß auch nicht, wie man das im Deutschen sagt, der ist 4200 Meter hoch, zum Teil die Berge dort unten, unter Wasser. Krass. Und kommen bis über die Oberfläche vom Ozean rein. Fantastisch, faszinierend. Aber da haben wir schon einen kleinen Sneak Peek, wie das dann wird innen dran aussehen. Reise zum Mittelpunkt der Erde, könnte man das auch nennen. Spu, hey, welcome, schön bist du da. Hast du heute ein bisschen Zeit? Ich bin ja ein bisschen später dran wie sonst. Aber hey, man kann das auch mal probieren, oder? Ja, was haben wir jetzt hier noch? Wie man es anlängen soll, dass er nicht auseinandergeht. Ja, macht irgendwie Sinn, unten und oben heben, okay. Zwei Welten miteinander verbinden. Und dann noch so ein bisschen Appell an Moral und Ethik. Cool. Und jetzt fangen wir wirklich an. Zuerst mal mit dem Ständer, mit der Halterung. Mit der... Kann man dem Achse sagen? Wie sagt man dem Teil bei dem Globus? Ich weiß nicht. Wer ist schon wieder der, der die Weltkugel hebt? Atlas. Ist das vielleicht so... Atlas-Achse, keine Ahnung. Supi, ja, let's go. Oh, Gold sehe ich da schon. Sehr gerne.
fühle ich mich gerade reich. Frisch aus dem Mittag. Hast du gut gegessen? Bei mir hat es Wiener, wie heißt das? Tafelspitz. Ja, hat es bei uns in der Kantine gegeben. Heute ich probiere mal. Schon mal das Architecture Set gemacht. Kann man gerade das mal reinheben? Ja. Pyramide. Hast du einfach gerade verpasst? Die letzten zwei Mal haben wir die Pyramide von Gizeh zusammengebaut. Kannst aber auf YouTube noch nachschauen. Es sollte auch hier immer noch als Highlight auf Twitch sein. Wenn dich das interessiert mit der Pyramide natürlich. Dann go for it. Ist wunderschön, es hat extrem viel Spass gemacht. Ist ja da hinten noch auf dem Stuhl, sieht man das? Ja, Mama, sieht's? Dort sieht sie. Da hinten drauf ist sie, die Pyramide. Auf dem Stuhl. Weil sie passt leider nicht in das, in das Regal rein. Rest der Spaghetti noch müssen machen. Ja, alles muss weg. Alles muss weg. Bist du auch so ein Restesser in dem Fall? Ich habe leider auch öfters das Schicksal daheim, dass die Reste bei mir landet. Darum hat es bei mir gestern zum Mittag hat's einfach so ein paar verschnetzelte Kalbsplätzchen gegeben, wo nur noch die Hälfte rum war. Und noch Erdäpfel vom Raclette mit ein bisschen feurigen Creme-Resten dazu. Das war mein Mittag. Einfach eben den Rest ein bisschen aufräumen. Hm? Irgendjemand muss ich das machen. Und das Los fällt meistens mir zu. Ja, ja, also es ist okay. Es hat zwar zwei Herdöpfel drin, die haben sie voll geerdelt. Kennt ihr das? Das ist richtig eklig. Also das ist wirklich grusig da. Aber ja, das kannst du ja von vorne weg nicht wissen, leider. Mhm. Spannend. Also jetzt tun wir zuerst mal den Fuß hier zusammen figurierteln. Ekelhaft, ja. Ah, Meloni, in dem Fall, ja, merci, dass du vorbeigeschaut hast. Ich wünsche dir viel Vergnügen in der Schule. Ich hoffe, es ist ein bisschen spannender. Und ja, magst du gut zuhören und ein paar Sachen mit heimnehmen, oder vielleicht noch kannst du brauchen. Ja, das geht ja schon wieder fix hier vonstatten. Mal schauen, wie viel dass ich schnurren kann, bis ich das erste falsch mache hier. Bildnerisches Gestalten? Okay, was macht ihr dort? Habe ich schon so lange nicht mehr gehabt. Das war immer eines meiner Lieblingsfächer gewesen. Wer hätte das gedacht? Das habe ich immer voll so richtig gemütlich und erholsam gefunden. Da habe ich mich immer gefreut drauf, Bildnerisches Gestalten. Ein kannst du kreativ sein. Zeichnen. Oder etwas Spezielles, das ihr gerade anschaut. Also unser Lehrer zumindest damals hat immer so Themen gehabt. Man irgendwie, keine Ahnung, Perspektiven zeichnen oder Silhouetten, wie heißt es, Porträt oder ja, alles Mögliche. Hast du müssen eruieren, ob es unter diesen ganzen Schülern und Schülerinnen irgendwelche Naturtalente hat, wo kannst du gerade an die Kunstschule verweisen, oder? Nein, einfach zeichnen. Okay. Easy going, da kann jeder ein bisschen für sich. Das ist okay. Sehr schönes Orange. Auch wenn man die Sachen dann gar nicht mehr sieht, ich schätze es extrem, dass all die Teile so verschiedenfarbig auftreten. Macht es halt viel einfacher, um das Richtige rauszusuchen, zusammenzubauen
Und es macht auch einfach viel mehr Spass. Also. Ich bin jetzt voll der Pro. Ah, oh, oh, danke vielmals für dein Vertrauen in mich. Ja, meinst du? Also es fällt mir sicher schon leichter, aber wie der Sportwagen gezeigt hat von Kada, ist das nicht immer so einfach. Schnurren und zusammenbauen ist natürlich auch immer abhängig von der Anleitung, wie gut die geschrieben ist, wie wenig ich mich auf die Anleitung eigentlich muss konzentrieren und ganz genau anschauen, desto einfacher kann ich einfach nur ein bisschen im Zeug umschnurren. Wobei ich nicht weiss, wie lange das wird anhalten. Weil ach, ich habe wieder ganz schlimme Nacht gehabt, wirklich. Und da habe ich gesehen, um 11:30 hat mir einfach Securitas angeläutet gehabt. Und ich kann natürlich nicht abgenommen, danach habe ich mein Handy immer auf lautlos, oder? Und dann am 20:05 nochmal zweimal. Und ich dann auch erst am Morgen gesehen. Ja, scheinbar war irgendetwas in den Alarm oder so. In der alten Bude, wo ich gearbeitet habe, wo ich schon bald ein Jahr nicht mehr dort bin. Und wo eigentlich schon lange meine Nachfolge hätte müssen sich anmelden, dementsprechend, oder? Ja, und jetzt ist das einfach wahrscheinlich ins Leere gelaufen. Keine Ahnung, was jetzt dort los ist, ob alles ausgeräumt worden ist. Aber ehrlich gesagt interessiert es mich auch wirklich überhaupt nicht. Also ist bei weitem jetzt genug Zeit vergangen. Schon fast fertig. Hey, easy, easy spoon. Aber danke fürs Vertrauen. Aber es geht gut vorwärts. Ja. In der Tat. Hast du gelesen? Ja. Okay, muss ich auch mal schauen. Einfach. Ist es auf 20 Minuten. Ist alles ausgeräumt worden. Das ganze Besteck und alle Gläser. Der Ofen ist weg. Mhm. Ja, da kommen die ganze Zeit Telefon über. Weil ich noch einmal so angemeldet bin. Wo man meine Telefonnummer findet. Leider. Schon mal gesagt habe, dass wir die bitte dort auswechseln. Schlimm, schlimm. Ja, jetzt kommen eben die Telefone über und die fragen immer: Hey, haben wir noch Platz? Ist denn der Saal noch frei? Kann man dort noch ein Event machen? Bla bla bla. Also für die, die nicht rauskommen, ich habe vorher ein Hotelrestaurant geleitet. Zwischenzeit, ich bin natürlich auch schon hier daheim bei dem, was ich jetzt mache. Mhm. Kennst du die News gelesen gehört? Sicher. Immer den Unschein wahren quasi. So. Hm. Wie sieht euer Tag aus heute? Habt ihr noch Grosses vor? Ah, das ist sehr cool, dass es da unten die Gumminöppli hat. Das bewegt sich wirklich, wirklich nicht gut. Dann bleibt er auch so dort, wo er ist. Ist intelligent gelöst. Was willst du, Spu? Oder kommst du schon klar im Kopf? Also bei uns geht es auf Weihnachten zu, da drängen die Termine abends ein bisschen. Und nebenzu ist noch das ganze Daily Business natürlich. Alltäglichen Arbeiten. Aber das geht noch. Also, bin noch nie am Untergehen, sonst wäre ich jetzt sicher nicht am Klötzli. Nehmen
Nimm es ein bisschen gemütlicher. Ja, okay. Das ist recht. Gestern bist du einfach fast abgesoffen am Montag und nach dem Wochenende alle ihre Anfragen angehäuft und dich zuballert. Es ist immer so schön, wenn man nach dem Wochenende wieder anfängt zu arbeiten, oder? Dann einfach der Mail-Eingang, Posteingang so richtig vollballert ist. Aber halt einfach so einen richtigen Montag. Das geht ja wirklich voll easy hier. So cool. Richtig farbig. Erinnert mich auch wieder ein bisschen an die Orchidee zurück. Die war auch extrem farbig im Aufbau, obwohl eben von außen auch nichts mehr gesehen ist davon. Ah, jetzt kommen doch noch die Goldigen da dazwischen. Das kann ich. Schönes Müsterli. Scherzig, ja, dir nichts einander mehr schenken, einfach eben ein bisschen Zeit schenken quasi. Mega schön, mega wertvoll. Ich finde auch, eben, das ist manchmal so an Weihnachten so der Stress, wenn man in ein gewisses Alter kommt oder andere, wo man sollte beschenken, in ein gewisses Alter kommen, dass es extrem schwierig wird, etwas Gescheites zu finden. Und du willst nicht einfach eben einen Gutschein schenken oder so. Außer die Person wünscht sich das natürlich, zum Beispiel von Brach.ch, wo extrem viel Auswahl hat oder und sicher immer etwas findest. Aber sonst kann ich dem Gedankengang natürlich schon folgen. Ja. Also was wir machen ist, wir tun, also bei uns in der Familie, wir tun wichteln. Da hast du in der Regel auch immer jemand anders, außer die kann immer die gleichen zwei jöckeln. Ich lag wirklich immer gleich drin, ich weiss auch nicht. Da wird es auch ein bisschen schwieriger, aber wir machen es so, dass wir möglichst früh natürlich kann ich in unseren Familienchat hineinschreiben und dort sagen, hey, ich würde mich mega freuen, wenn ich das bekomme oder dieses. Und dann haben wir natürlich auch irgendwo eine Obergrenze gesetzt für Geschenke. Dass nicht jeder das Gefühl hat, ja, ich muss jetzt für 500 Stutz eine Smartwatch kaufen oder sowas. Eben nicht, oder? Dann muss man halt auch ein bisschen mehr nachdenken, sonst wenn die Person nichts sieht, nichts sagt. Und für jemanden jetzt etwas gescheit zu suchen, finde ich gerade noch. Am Montag hast du auch immer am meisten zu. Ja, es ist halt einfach das Wochenende, wo man muss abarbeiten. Das ist schon so. Hey Steffi! Hoi! Wie geht es Ihnen? Geht es Ihnen gut? So. Ah, wieder ganz einen kleinen Schritt. Zack, fertig. Haltet ihr so von Wichteln? Könnt ihr auch noch Wichteln daheim? Gerade der Podcast. Sehr schön, brav. Hast du gut gemacht, Steffi? haben wir nicht so ein Cookie-Smiley? Kannst du ein Gutschen haben? Nein, hast du nicht. Aber kannst du ein Herzchen haben? Hier. Yeah. Das ist für dich. So. Gut gemacht. Mom. Ah, look, da ist das Cookie. Yeah! Sehr gut. Donut willst du lieber? Hm.
Weiß nicht, ob das im Budget liegt. Nein, ich glaube, es wird nur ein schockefreies Buttergutzli. So ein Petit Beurre. Für das reicht es noch gerade. Herzlich schon. Ja, danke. Das ist aber sehr gütig von dir. Ich bin wieder so voll. Ich glaube, das liegt im Herbst in Dokumentar. Sendungsstimmung. Habt ihr irgendetwas Cooles? Am liebsten etwas über Natur eigentlich. Das finde ich schon immer am tollsten. Aber da die Planet Earth und so, die haben jetzt natürlich schon alle Türen. Aber gibt es etwas, was ihr noch empfehlen könnt? Es gibt schon genug Sozialkritik in den Medien. Dann wollte ich nicht irgendwie so, warum ich jetzt sollte Veganer sein oder werden. So etwas wollte ich jetzt gerade nicht schauen, ehrlich gesagt. Etwas, das nicht so belastet. Falls ihr gerade einen guten Tipp habt, dann nur an damit. Am liebsten auch etwas, wo man so ein nebenbei noch laufen lassen kann und ein bisschen aufschnappt. Und da habe ich Planet Earth und so habe ich wirklich mega gefeiert. Natürlich auch mit dem Sir David Attenborough. Hochklassiert gewesen. Hochklassiert besetzt. Aber ja, es ist wieder immer das leidige Thema. Auf Netflix ist einfach, hast du einfach alles schon gesehen. Es ist einfach alles durch. Oder ich bin zu wenig deep drinnen. Ich glaube, von diesen Teilen da müssen wir noch ganz viel machen. Habe ich die Befürchtung. Da kommen ja noch die braunen Verschalungen dran. Da. So, und das kommt so. Okay. Gestern sind wir noch das Haus anschauen, also das Miethaus, für allenfalls umziehen mal. Ich weiß nicht, ob ich das schon angetönt habe. Aber gestern sind wir endlich vorbeigegangen. Und es ist eigentlich alles mega super duper toll. Natürlich ein bisschen mehr Platz und alles und dann für die Zukunft. Und ja, eben, ich finde schon Miete, Häuser in der Schweiz, keine Ahnung, extrem selten. Das hat alles mega toll ausgesehen, aber das Wohnzimmer ist einfach so klein, dass weder unser Sofa noch Thomas sind immer Anlage drinnen Platz hat und ich bezweifle sogar, dass der Fernseher, obwohl das noch ein kleinerer ist, Platz hat. Das ist irgendwie so. Ich weiß auch nicht. Das hat mich irgendwie gerade ein bisschen angegurkt, oder? Aber ich weiß auch nicht, wie ich jetzt das entscheiden soll, natürlich mit meiner Frau zusammen, aber. Ja, sagst du dann, ja gut, das ist nur so ein Zimmer und da hast du schon mega viel mehr Platz, also hat auch Garten, Terrasse. Riesige Keller, der natürlich könnte der D&D-Keller sein. Bin ich sehr gehypt gewesen. Ja. Ich weiß auch nicht. Ist eine mega schwierige Entscheidung, finde ich. Also heisst natürlich noch lange nicht, dass man sie auch bekämpft. Oder bekämpft. Das Haus, wenn wir uns wieder bewerben. Ja, jetzt wissen wir nicht so ganz,
Sollen wir oder sollen wir nicht? Es wäre halt mega gut gelegen. Das wäre auch noch ein grosses Plus. Und vom Preis her ist es ebenfalls für das, was du bekommst, mega viel. Aber es ist einfach das hohe Wohnzimmer. Und das ist ja schon ein bisschen der Mittelpunkt, oder, von einer Wohnung, würde ich schon auch sagen. Bandus und let's go. Ich weiss nicht, es ist ja ein Miethaus. Ich weiss nicht, ob ich das so cool fände. Scheiß auf Mietverhältnis. Okay. Das Bau wird einfach gerade die Wand durch. Kann man machen. Kann man mal versuchen. Ja. Ja, wir sind halt schon mega gerne in unserer Wohnung. Wie war das so bei euch eine Suchearbeit gewesen? Habt ihr da gewartet, bis ihr genau das gefunden habt, was ihr gesucht habt? Oder habt ihr immer müssen Abstriche machen? Weil jetzt zum Beispiel bei dieser Wohnung, wo wir jetzt sind, haben wir keine müssen machen. Das war wirklich für uns eine absolute Traumwohnung gewesen, aber weil jetzt halt dann wir müssen umziehen aufgrund von einem Arbeitsortwechsel, geht nicht von mir aus, dann ja, muss man halt auch ein bisschen näher dorthin ziehen, weil sich sonst ja, irgendwann einfach die ganzen Wegstunden zusammenleppern, oder? Und da hast du ja keinen Bock, weil das ist ja grundsätzlich Freizeit, die du angehst, für zum Arbeiten zu fahren oder heimzufahren. Mit Beamer arbeiten, ja, das ist eben auch so das Problem, oder? Der Ecke dort beim Wohnzimmer, der ist so klein, weil auf beiden Seiten noch Fenster sind. Und auf der einen Rückwand, die ein bisschen breiter ist, wo könntest du sagen, okay, da geht vielleicht noch ein grösseres Sofa her, steht ein Schwedenofen. Und den kannst du auch nicht wegnehmen, oder? Das ist wirklich doof. Du müsstest fast, es hat unten noch ein Zimmer, müsstest fast dort das Fernsehzimmer einrichten, aber das ist ja irgendwie auch, also, finde ich komisch, nicht? Dann, sagst du nach dem Nacht, ja, gehen wir hinter ins Fernsehzimmer, gehen Fernsehen schauen. Nein, du bist ja im Wohnzimmer. Das Wohnzimmer soll ja so in der Hauptbereich sein, oder nicht? Bin einfach ich da zu komisch. Aber ja, ich habe mir auch schon gedacht, irgendwie fängt es jetzt mit in den Raum rein und der Tisch auf die andere Seite. Und wenn der Fernseher so nahe bei der Küche steht, sind wir auch weird. Ja, eben. First World Problems, natürlich. Ja. So, Fakt Nummer 2. Ja, das 2 ist ganz, ganz weit unten. 16, hey. Das ist 16. Crazy. Ja, und natürlich immer der letzte Sack, den man dann in die Hand nimmt. Das ist dann das, was man braucht. Das Sofa ist aber wirklich so auch das Herzstück von uns. Es wird mega schwierig, dass wir uns von dem trennen. Weil es halt. Also, es hat erstens ziemlich viel gekostet. Und wir haben halt wirklich ein Sofa, das ein bisschen viel Raum einnimmt, wo viele Leute drauf hocken können. Wo wir auch. Also, es hat zum Beispiel so eine doppelte Regamiere, die halt doppelt so breit ist, wo beide können easy drauflegen können. Das ist schon mega cool. Aber ja, irgendwo musst du halt wahrscheinlich Abstriche machen, ja. Spielplatz war nebendran bei dir, Spu. Ah, okay, das ist mega schade, wenn die Wohnung so toll war. Okay, und weil die Wohnung klein war, hast du müssen ein paar Sachen aufgeben. Das ist natürlich eben auch schwierig, oder? Wenn du in eine Wohnung reingehst, musst du dich natürlich mit deinen Sachen noch die anpassen und allenfalls haben sie dann bei einer neuen gar keinen Platz mehr. Wie zum Beispiel unsere Lounge, die ist auch ein bisschen sperrig und gewisse Wohnungen und so, die wir jetzt angeschaut haben, die haben halt einfach nicht... Die haben nur einen kleinen Balkon und da sind wir schon gar nicht vorbeigegangen.
Aber wir haben eben keinen Stress, darum können wir auch unsere Zeit nehmen, um ein bisschen zu suchen und warten. Doppelte Rekamiere. Rekamiere. Also das ist das, wenn ihr so ein Eck offen habt und eigentlich nur gegen vorne gerichtet ist und auf der einen Seite hat es so einen länglichen Teil, den du anlegen kannst. Das ist eine Rekamiere. Entschuldigung, ich dachte, das ja, ist vielleicht irgendwie gerade ein bisschen wo der Begriff war, ich weiß es nicht. Das ist eben irgendwie so so Google-Begriffe, die ich mir dann merken kann, aber irgendwelche Namen von mittelentfernten Verwandten mir nicht merken kann. Also die nicht direkt sind, mit mir verwandt sind, aber ja. Mein Hirn ist da sehr, sehr selektiv. Nie das gehört. Okay. Ja gut, bin ich froh, habe ich da auch etwas Neues vermitteln. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Also einfach nicht quasi ein Ex-Sofa, wo einfach so weitergeht, sondern wo beides frontgerichtet ist und das eine hat einfach noch so eine längere Liegefläche oder eine tiefere. So. Aber alle anderen Zimmer, bis auf eins, wären dann eben auch wieder grösser. Das wäre das Plus mit Büro und allem. Bei uns ist einfach halt die Wohnung, also das Wohnzimmer relativ gross. Das ist jetzt halt so ein Missverhältnis, das wir jetzt ein bisschen abwägen müssen. Aber ja, es gibt ja weitaus schlimmere Probleme. Jetzt können wir da noch die Stütze. Bei der Umgebung, wir suchen in einer Umgebung einen Solothurn. Das ist natürlich nett, ja, wenn du ein bisschen schaust und fast etwas hörst, sind wir immer dankbar. Ja, Solothurn, Aargau ist da wahrscheinlich schon wieder ein bisschen zu weit im Osten, wenn ich gerne würde. Und Bern haben wir an sich auch schon mal diskutiert, aber das ist einfach viel zu weit weg. Dann für mich und Kantonsteuern in Kanton Bern, sorry Leute, aber das ist einfach alles Abschneiderei. Das ist nicht normal. Ja, ich bin im Aargau aufgewachsen. Ich weiss schon, dass das mega gut ist. Ist aber nachher für die Frauen ein bisschen weit zum Fahren. Da würde ich alleine mich bevorteilen. Weil ich nur einmal hier auf Megawil muss. Hat sie darum den Vorzug natürlich, um etwas in der Nähe dann zu suchen. Das sieht schon mal gut aus. He? Also das da haben wir definitiv wunderschön abgerundet und fertig. Es erinnert mich ganz ein bisschen an irgendwie einen Schokibrunnen oder so. Keine Ahnung warum. Ist jetzt aber so. Cyril und die Schokoladenfabrik. Und im Aargau hat man natürlich wieder das sympathischste Autokennzeichen von der ganzen Schweiz. Hat man dann auch wieder. Ich hatte das immer gerne gehabt. Wenn du das AG am Auto hast, dann hast du einfach alles machen, weil ja, schau mal, der eine wieder quer über den Parkplatz hinein parkiert. Ah, ist ja ein Aargau. Ja gut. Ja, der weiss es ja nicht besser, ist okay. Das ist für alles eine Entschuldigung gehabt. In Zürich auf dem Tramgleis fahren. Ah, ja, ist ja ein Aargau. Er kennt sich da ja nicht aus.
Schon gut. Lenk ist dran. Oh ja, da wird jetzt. Jetzt gibt es nur noch Lenk für den Rest von dem Stream, das sage ich euch. Was war etwas trinken da? Das Fenster drauf machen, da ist es wieder 50 Grad. Ah, besser. Ah, und das mega cooles Plus an dem Miethaus wäre noch gewesen, sie haben eine Wärmesonde Heizung. Das ist natürlich gerade in der jetzigen Zeit mega, mega gut und das ist ja auch keine Heizkosten, an sich nur Erwartungskosten, oder? Also wenn ich mal wieder ein Haus baue, sind die initialen Kosten für so etwas natürlich riesig. Die Nachbarn von meinen Eltern haben das auch gebaut und es gibt einen verdammten Lärm und einen riesigen Rumor die ganze Zeit, bis es mal fertig ist. Aber wenn du es dann eben hast, und dann siehst du, wie die anderen Leute rundherum müssen Erdöl bestellen oder so. Dann lachst du dir einfach ins Füßchen, oder? Das hat sich so schnell wieder ausgezahlt. Das ist nur so halb so gross. Das ist ein weirdes Teil. Das ist aber komisch. Hoi Nico! Hey, geht's unserem Schönling? Ist gut? Hat er einen guten Podcast gehabt eigentlich gestern? Jetzt hat Steffi gar nicht gefragt. Hat er alles können in eurer Zeit unterbringen, was er wollte verzapfen? Bro, jetzt bist du so schön vom Coiffeur dahergekommen. Hast du noch den Bart weggeschnitten? Habe ich denke, alles gesehen? Ist mir alles aufgefallen? Das ist gar nicht meine. Beide schön. Wir sind doch alle schön, Leute. Machen wir es doch komplett. Wir sind alle schön. Oh. Alles schöne Menschen. Nee. Schon wieder das Falsche in der Hand. So. Das spiegelt wieder so doof. Da. Ich brauche so ein Buchding, so eine Buchstütze, wo ich einfach so da kann antun. Das wäre geil. Oder ich nagle es einfach am Bildschirm an. Das
Ich finde, es hat sehr etwas von einem. Von einem Musketier mit der Frisur und dem Bart. Ich finde es sehr, sehr stylisch. Wie viele Teile? 2585 Teile hat der Globus. Also ja, es wird seine Zeit dauern, bis ich mit dem fertig bin. Aber ich habe keinen Stress. Heute ist eh wieder so ein herbstlicher Gemütsmorgentag. Jetzt gerade bin ich wirklich so grundrelaxed. Ich freue mich schon am Abend. Also wirklich, wirklich einfach heimkommen. Und schön etwas fooden und dann das Tee eingießen. Ja. Tatsächlich. Und dann mit dem Kollegen ein bisschen Stellaris zocken. Mal wieder einfach so ein bisschen abtauchen. Gemütlich. Seit letzter Woche bin ich extrem gestresst. Ich glaube, ich war auch wegen dieser Hausbesichtigung ein bisschen aufgeregt gewesen. Also ich hatte einen voll extremen Augenzucker gehabt. Ich habe es jetzt immer noch ein bisschen. Aber ich glaube, es lädt langsam nach. Aber ich merke das dann halt so im Unterbewusstsein, dass ich das so voll fest beiße. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehabt habt, dass ihr wisst, warum ihr wahrscheinlich gestresst sind, aber dass ihr euch selber nicht per se gestresst fühlt, sondern dass im Unterbewusstsein so ein bisschen abrattert, oder? Ja, sieht mega geil aus, Nico. Also, es wird richtig cool. Vor allem ein Riesenteil, wahrscheinlich brauchen wir dann tatsächlich zum ersten Mal auch die Zoom-Funktion, die endlich funktioniert hier vor der Kamera. Ah ja, WBS, Buh. Schön bist du wieder zurück. Ich hoffe, hast die andere Person entsprechend können zusammenstauchen, die dich da während Stream schauen unterbricht. Ich meine, das ist ja eine Frechheit sondergleichen. Ein bisschen mehr Respekt bitte. Für Leute wie dich, die Wichtiges zu tun haben. Jetzt umdrehen. Also bauen jetzt wirklich einfach das alles braun, in Kackbraun, bauen wir jetzt alles auf. Drauf von dem Götti gewesen. Ah, okay. Habe ich nicht gesagt, sorry. Ah, jetzt Geburi. Ja, herzlichen Glückwunsch in dem Fall zum Geburtstag. Auf die Nacht heute Abend hier eingeladen. So schön. Du musst dir nicht einmal Gedanken machen über die Nacht. Du kannst einfach vorbeigehen und dich vollfressen und es gibt garantiert etwas Gutes zu essen. Cosmoteer! Yes, Nico! Guter Räucher. Ja, auf alle Fälle habe ich angezockt, aber glaube erst etwa 2-3 Stunden, glaube ich. Ist sehr, sehr geiles Konzept. Kannst extrem viel machen und kreativ dich natürlich voll ausleben für die, die nicht wissen, was es ist. Es ist ein PC-Indie-Game. Erinnert ein bisschen an, wie hat das geheißen? Faster Than Light, glaube ich, oder? Wo dein eigenes Raumschiff immer wieder erweitern, Crew zu managen hast, aber ohne irgendwie Survival-Element. Schauen, dass sie zu essen und zu trinken haben. Aber natürlich musst du schauen, dass sie schnell bei ihren Arbeitsplätzen sind. Und du kannst eigentlich deine eigenen Waffen dort noch zusammenbauen, fast schon. Und es hat Quests, die kannst du erledigen, in welche Piratenbasen zerstören und alles. Sehr, sehr cooles Indie-Game. Ist sowieso gerade ein bisschen das Indie-Game-Jahr, das Jahr. Hat mir mega, mega zugesagt, ja. Ich wünschte mir noch ein bisschen mehr Vielfalt bei den Quests natürlich und ein bisschen mehr politischen Einfluss, ob vielleicht kannst du nehmen oder so. Weil sonst ist es einfach wirklich nur ein Hin- und Her-Gesause und Abballern von den anderen Schiffen. Aber sobald ich ein bisschen länger spiele, scheinbar wird das auch ein bisschen mehr eine Tiefe annehmen, weil du kannst die anderen Schiffe auch kapern
und übernehmen und quasi deine Flotten ausbauen und so auch ein bisschen andere Technologien abgreifen unter Umständen. Hast du auch gespielt, Nico? Ja, ja, sie hat geboren. Ja, ich habe schon verstanden, aber trotzdem Gratulation. Also, Gratulation für sie natürlich, ja. Oh. Moment. Jetzt habe ich irgendwo, dass du da den falschen Ort angebaut. Hm. Oh nein! Oh mein Gott! Ich habe einen Rissdreh gemacht! Nein, das hat niemand gesehen. Klingt einfach so, als wäre nichts passiert. Hat niemand gesehen. ja, mag schon ein bisschen ablenken. Nein. Aber noch nicht. Irgendwann ist vielleicht. Zeit. Ja, Zeit ist rar. Darum, eben, ich habe es seit 5 Jahren bald nicht geschafft, Stellaris anständig zu spielen. Und ich heute dann aber wieder anfangen. Ja, da war ein bisschen zu viel Gewalt hinter dem Move gewesen, leider. Aber es wäre ja eh kein Sammlerartikel geworden. Oder? Oder schon? Also es ist schon ein bisschen schade. Also ein bisschen hat es am Strand in mein Herz zu geben, ja. Und ich sage ja aber, wie viele Seiten das wir haben, ja? 226. Okay. Also es gibt sicher 3 Sessions. Minimum. Ah, hast du jetzt eigentlich, Nico, hast du jetzt das Dings mal gespielt? Merci für den Clip, Steffi. Gut gemacht. Ja, für alle Ewigkeiten festgehalten. Ja, Schlitzohr. Nico, nein, hast du mal das Dings jetzt angeschaut, das Game, das du ja empfohlen hast mit den Miniaturen, die kannst du bemalen? Ist das etwas? Oder vielleicht hat es Jeffy schon gespielt oder das Boon? I don't know. Ich habe es noch nicht geschafft. Das hat ja auch mega cool ausgesehen. Ja, Leute, es gibt so viele geile Games. Und es gibt so viele geile Lego-Sets, wo man einfach zu wenig Zeit hat dafür. Manchmal hat zu wenig Geld, aber das ist ein anderes Thema. Yeah! So. Ah, so schön, wie das aussieht. Schön fertig. Herrlich, wie das aufgeht. Kommt da nicht noch so ein Eckli an? Nein, habe ich schon. Okay. Schön, das war Sack Nummer 2. Unser Schokibrunnen wächst. He? Moonbreaker, sehr nice. Okay. Das ist das Game auf meiner Liste. He? Wo man was kann. Es ist so wie so ein Tabletop-Spiel, aber als PC-Game, also strategisch so ein. Was würdest du sagen? So ein Figuren-Kampfspiel, wo du so deine Teams und Figuren zusammenstellst und die auch kannst anmalen, aber alles digital. Und, ah, weißt du, alles okay. Gut. Du weißt ja von jedem Game alles. Das wanderndes Lexikon. Du machst ja fast am Gregor von Rocket Beans TV Konkurrenz. Der Mr. Retro Gaming. Ja. Nummer 3. Also eben, ich glaube, es gab bis 16 von den Säckchen her. Also hey, Führungs zu tun hier.
schon nicht gerade. Okay, ja, aber sonst bei den modernen und Indie-Games bist du recht gut dabei, würde ich jetzt einfach mal mich so aus dem Fenster rauslehnen. Ich meine, für irgendetwas bist du auch in der Jury gewesen, bei den Swiss Games Awards. Hat die schon auch Gründe. Oder so, ja, ach, komm, nehmen wir einfach irgendjemanden, ist gleich. So, ah, wenn sie, ja, ja, gut, okay. Wir brauchen einfach noch jemanden in der Jury. Eher weniger. Das ist eigentlich der Plauschkast, Steffi. Hat, ich glaube, eine recht lustige Runde gegeben dort an der Verleihung, oder? Sicher noch cool gewesen. Ist das eigentlich öffentlich gewesen? Also hat man dort auch normal, als Normalsterbliche oder Sterbliche ran können? Oder ist das so ein internes Ding gewesen? Also intern so ein exklusives, meine ich. Rechts Chaos. Okay. Ja, Gamer und Gamerin unter sich, oder? Riesig alles rauf. Hättest du können... Ah, Eintritt hat es gekostet, okay. Frech! Sehr frech. Ah, noch Kolon abgreifen von den armen Leuten. Die haben wir wieder gern. Profiteure da. Ja, sicher muss sich's finanzieren. Aber ich meine, es hätte ja auch alle Beteiligten können in so einen Sponsoring-Beitrag geben oder so. Beziehungsweise, wenn ich jetzt mal einen Querverweis mache auf Swiss Gastro Awards. Das ist ein völlig anderes Thema, ich weiss. Völlig andere Branche. Aber dort macht man es vor allem über Beiträge auch und allem voran über das Marketing, oder? Weil du willst ja Erster werden und dementsprechend tust du natürlich auf allen Plattformen so viel Werbung und Mundpropaganda wie möglich schalten und weitergeben. Ja. Und das ist ja an sich auch Geld, oder? Also das können wir jetzt noch 5-mal bauen hier übrigens. Noch 4-mal. 5-mal müssen wir es insgesamt bauen. Reden wir nicht drüber. Gut, okay, Entschuldigung. Lassen wir das. Okay. Ah ja, das... Gute Liebe, Geld immer. Der Eiffelturm. Wieso ist er jetzt geleakt? Nein, der kommt, ich glaube, erst im Q2 nächstes Jahr. Oder? Der Eiffelturm. Also du meinst ganz neu, das womöglich grösste Lego-Modell, das sie jetzt gibt. 25.11. jetzt, ja? Okay. Weird. Ich denke, kommt nächstes Jahr. Wahrscheinlich habe ich beim Datum mich verlesen kann. Und der einfach Sneak Peek oder der Leak ist irgendwie im Q2 von diesem Jahr gewesen oder so. 2001 Teile, ja. Das Eis ist sehr wichtig, ja. Das macht es viel, viel attraktiver. Flagge auf der Spitze ist das. Okay. Ja, ich weiss nicht, ob man mit 10.001 Teile und einem 1,49 Meter hohen Modell jemals wieder fertig werden da im Stream. Wäre natürlich schon ein rechtes Event. Aber wie würdest du das mit der Kamera lösen? Dann müsste ich am Boden klötzeln. Und ich sehe das nicht, aber der Boden ist so
grau, weiß, schwarz maseriert oder so. Ich befürchte, dass da viele Teile, wo ja wahrscheinlich alle werden grau sein, verschwindet und nie mehr gefunden werden. Also der Boden wäre keine Option. Das zweite ist nice, das stimmt. Ja, du musst ja eh alles oder vieles viermal bauen, oder? Mhm. Ja. Die gleiche Farbe, ja. Der Boden wird schwierig. Aber wenn man sich da ein bisschen verteilen würde und vielleicht die Kamera aufsetzen und rauszoomen, könnte das schon klappen, ja. Also ich kann sicher sagen, dass wir noch ein vorab Preview haben von einem Artikel, der erst nächstes Jahr kommt. Aber darf natürlich noch nicht sagen, was es ist. Aber das wird es noch geben, Anfang Dezember. Dann bauen wir das schon mal zusammen. Das wird etwas ganz, ganz Cooles. Mega Schönes. Und dann könnt ihr euch gerade ein Bild machen und allenfalls vorbestellen. Mal schauen, wie das dann so läuft. He? Cooles Weihnachts-Event. Zusammen den Eiffelturm. Und so oberst drauf tun wir noch, anstatt das Fähnchen, tun wir ein Sternchen. Finde ich jetzt noch eine coole Idee, ja? Finde ich jetzt noch eine coole Idee. Kann man schon mal anfragen, ja? Kostet wahrscheinlich ein Vermögen, dann kostet sicher nicht 1000er, oder? Der ist sicher ein 1000er. Oder Leute, was meint ihr? 10.001 Lego-Teile, wie teuer ist das? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. 680? Das ist schon noch. Das ist schon okay. Das ist schon Schlimmeres gegeben. Einfach weil nicht Marvel drauf steht oder so. Wenn jetzt würde. Weißt du, die Marvel Edition wäre vom. Oder Star Wars Edition vom Eiffelturm. Dann würde 1000 kosten. Aber ich kümmere mich darum, Steffi. Machen wir vielleicht mal so ein Team-Event draus. Jeder kann so eine Säule zusammenbauen. Sonst drehst du eh durch, oder? Viermal das gleiche aufbauen. Also 1,50 Meter, 1,50 Meter grosses Modell. Schon noch nice. Ich muss jetzt hier schon fünfmal das Teil hier zusammenbauen. Ah ja, da die Route. Fenster zu. Oh, nochmal von vorne. Ja, aber wenn wir da die Achse haben, wird es dann richtig, richtig cool. Da geht es richtig ab. Dann wissen wir dann endlich, wo Europa ist. Und Amerika.
Und sonst gibt es ja nichts, oder? Noch ein bisschen Wasser dazwischen. Ja, das tun wir dann auch ganz genau analysieren. Und dann müssen wir nachher nur noch schauen, dass die einzelnen Landmassen am richtigen Ort ankommen. Oder eben auch nicht. Mal schauen, ob wir das richtige Typ finden. Ich hätte es noch cool gefunden, wenn es noch ein Erweiterungsset gäbe, wo man könnte so wie eine Fantasy-Welt oder so eine eigene Welt noch erschaffen und es noch ein bisschen mehr Teile gäbe, wo könntest kleinere oder grössere Landmasse anhängen oder mehr Wasser noch hinzutun, dass es eben nicht zwingendermaßen muss die Erde sein. Auch wenn es natürlich schon am meisten Sinn macht. Aber eben darum könnte es ein Erweiterungsset sein. Das fände ich noch spannend. Aber da redet wahrscheinlich auch nur der D&D-Nerd in mir, der gerne so Weltkarten kreieren. Es gibt ja öfters mal da die Umfrage, also allem vor allem natürlich in Amerika, wenn sie sollen zeigen, wo welches Land ist. Hier in Europa und dann einfach Schweden, Holland und Deutschland so ein bisschen alles ausmacht. Das ist aber witzig. Ja, und die Schweiz, oder die Schweiz ist dann halt eben Schweden, das ist ja eh das Gleiche. Aber ja, wenn ich jetzt müsste sagen, in Amerika, wo ist welcher Staat, wäre das bei Filmen sicher auch ein schwierig. Ramon, hey, schön, hast du uns gefunden? Über die Werbung, ja, willkommen dann bei uns. Ja, cool, hast du die jetzt zu uns angefunden? Das freut mich sehr. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit da bei uns. Hast du jetzt gerade den Klemmbausteine-Stream verwünscht mit mir? Wir bauen gerade den Globus zusammen von Lego. Das siehst du ja immer gerade unten links auf dem Bildschirm. Welches Modell, das wir aktuell bauen. Und mit dem haben wir glücklicherweise erst gerade angefangen, also perfektes Timing. Hast du das schönste eigentlich gehabt bis jetzt? Also bei mir läuft es richtig gut jetzt aktuell. Ich rase nur noch so durch die Säckchen durch. Macht mir natürlich Freude, ich hoffe euch auch. Und vor allem haben wir jetzt das fünfte von denen endlich fertig. Wir die nur noch zusammenklemmen. The Pro, yeah. Wahrscheinlich hast du recht, Spu, merci. Vielleicht aber auch einfach, weil es ein einfaches Set ist, auch wenn ab 18 nicht drauf steht. Und ich weine nicht voll, ich bin voll der Profi hier. Ah ja, die Grüne. Das jetzt dann zack, zack. Läuft's gut? Schön, das freut mich für dich, Ramoa. Wie gross ein Globus im Durchmesser ist, ist eine sehr, sehr gut. Frage. Also ich kann dir viele Fragen beantworten, wie zum Beispiel, dass er im Maßstab 1 zu 48 Millionen ist. Hilft dir das weiter? Könntest du jetzt natürlich umrechnen. Ich weiß gar nicht, ob das schon irgendwo steht. Oder ist das... warte mal, da...
Ja, also hier sieht man es ein bisschen. Hoch ist er mit der Halterung natürlich, die wir jetzt machen, 40 cm und 26 cm breit. Also ja, wenn man das da noch ein bisschen wegrechnet, dann ist er wahrscheinlich so 1-22 cm. Und macht bis jetzt sehr viel Spass natürlich. Sehr eine einfache Anleitung, wo man gut kann folgen kann, wie das aber auch so üblich ist bei Lego. Viel farbliche Abwechslung, was auch einfacher macht, jetzt zum Beispiel für mich, wo dann eben so ein bisschen schnurrt und so mit euch. Ja, dass ich nicht einfach in nur graue Teile muss rumkramen und irgendwie das Richtige muss raussuchen. Hilft schon extrem. So, jetzt machen wir den Keim aber hier an. Nein, vielleicht noch auf die richtige Seite. So. Okay. Dann mit den Gelenken ein bisschen verbinden. Aber ja, ich sehe schon, wir brauchen dann zu einem gewissen Zeitpunkt definitiv den Zoom von der Kamera. Das wird sonst gar nichts hier. Bist du auch so ein bisschen in der Kleinbausteine-Welt die Heimer, Ramoa? Wir haben die so ein bisschen wirklich wild durchmischt, also von rein um Gamer und schaue da gerne zu ja, ich habe daheim 10 Regale voll. Ist wirklich alles vertreten. Ja, das lange schon. Ja. So, keine Ahnung, wie weit jetzt das noch aufgeht da zu der Kamera. Bis ihr es nicht mehr seht. Vor allem, bis es jetzt unscharf wird. Cool, ich sehe noch mega viel. Ich tue den Zoom nicht rein, sonst wird es dann eh weird. Aber da können wir dann rein tun, wenn der Globus noch dran hängt. Für die anderen, die auch durch die Werbung da zu uns gekommen sind, übrigens, die 8-Bit Blonde ist die Blonde in dieser Werbung. Sid Flames ist der Nico, der mit dem sexy Bart, der mich auch mit der Steffi Podcast macht. Haben wir auch da gerade bei uns vertreten. Okay. Gut. Ich will die ganze Zeit auf die Uhr, um zu schauen, wenn 12 Uhr ist und ich euch einen guten wünschen, aber das war ja schon. Jetzt müsste ich warten. Warten bis irgendwie am 6 Uhr oder so oder am 7 Uhr. Aber so lange bin ich heute nicht da. Das kann ich schon sagen. Ist das immer noch spiessig, um 6 Uhr zu Nacht essen? Ich weiss, also früher hat man ja so die Eltern ausgelacht, also die Eltern. Um 6 Uhr schon gegessen. Bist du 80 oder was? Aber ich kann nicht so lange warten, irgendwie bis um 7 Uhr. Ich verhungere. Geht euch das nicht auch so? Oder bin ich da wirklich alleine mit dem?
so noch einen schönen Abschluss. Wow, und dann haben wir mal von einem Sack wirklich alle Teile verbaut. Tüde. Ja. Ja, eben, wenn du vom Arbeiten heimkommst, dann hast du einfach Hunger, oder? Also, ich mag mich noch erinnern, früher bei den Eltern, wir haben da oben um 7:30 gegessen. Das ist noch weird. Aber das ist an der Schule, da hatte ich noch ein Training gehabt oder so. Das war vielleicht schon auch das, was mitgespielt hat. Aber wenn ich heute müsste warten bis um 7:30, ich würde tot am Boden liegen wahrscheinlich. So ist das. So. Jetzt muss ich das wieder ein bisschen zurücknehmen. Ich sehe nachher gerade, was ich mache. Ah, die Kleine. Letztens haben wir mal wieder so einen Horrorfilm-Abend gemacht. Für all die, die keinen Spoiler wollen, zu Nope hören, sollen jetzt mal rausnopen und nicht zuhören. Haben wir gedacht, das ist wieder so eine typische Werbung einfach für Horrorfilme, oder? Wo steht so, ja, von dem Macher von Get Out und so, und du denkst so, wow, der ist ja sehr gut gewesen, ja geil, schauen wir gerade. Und dann fängt es an und nach irgendwie einer Viertelstunde so, hey, nein, bitte bist kein Alien-Film. Fuck, und es war einer gewesen. Und ich finde die so schwierig, um die cool und interessant zu machen. Und er hat absolut seine gute Phase, vor allem mit dem Sound. Und dass er mal einen anderen Approach nimmt auf fliegende Untertassen, / UFOs, / wie es auch immer jetzt neu heisst. Ja, eben, Aliens, das ist einfach. Also Alien, und that's it, mehr musst du eigentlich nicht sehen. Und Zombies ist auch langsam, hast du einfach gesehen, oder? Ja, und der Film ist dann halt wirklich am Schluss einfach so unfertig gewesen und hat keine richtige Story erzählt. Ich glaube, er hätte so ein erzählerisches Epos sollen sein. Es war einfach voll enttäuschend. Wir haben extra noch gewartet, der ist auf die Liste da, bis man endlich mal mieten kann, weil der ist nicht auf Netflix, der ist erst rausgekommen zum Mieten. Ja, es war wirklich sehr schade. Da habe ich noch lieber irgendwie 2 Franken ausgegeben für Midsommar. Mit seinen überhaupt nicht jugendfreien Inhalten, die am Schluss so abstrus geworden sind, dass man einfach nur noch Tränen gelacht haben. Also, wenn ihr mal wirklich nicht wisst, was schaut und einfach nur in den Scheissdreck schauen könnt, dann schaut mit so mal. Aber schaut bis fertig. Am besten noch ein bisschen mit Alkohol. Wirklich. Oh, schlimm. Romantic Killer. The Killer, das klingt fast nach so einer koreanischen Slasher-Serie oder so. Ist das gut? Ist das ein guter Horror? Anime, gut, da kann es nur ich schauen, leider. Wirklich lustig. Aber ich war nicht weit weg von koreanischen Slasher-Serie. Gar nicht Horror. Lustig. Okay. Romantic Killer, gut, ich merke mir das. Ist dann auf Netflix oder muss ich da dazu ins Internet gehen? Wir distanzieren uns von Alkohol. Natürlich. Entschuldigung.
Wir verkaufen zwar Alkohol, aber wir distanzieren uns davon. Übermäßiger Konsum führt zum Verderb. Also falls ihr euch wundert, was ich mache eigentlich nur die Verschalungen ziehen gerade von der einen Achse. Aber ich sehe sie näher, sobald ich sie umdrehe. Wie, wo, was? Ich komme hier keine Abmeldungen über. Nightmare Pasha! Oh, danke viel, viel mal. Ey, wieso komme ich das da an? Schau mal. Okay, hey, da geht es wieder drunter und drüber. Merci vielmals für den Sub. Danke, danke, tausend. Ich habe vielleicht auch noch mal geschehen, die Anmerkung, eben, wir streichen natürlich bei Prank.ch das nicht selber ein, sondern geben das entsprechend weiter an gemeinnützige Organisationen. Eben, dass wir nicht irgendwie den Köln von euch mit heimnehmen. So ist das überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben da dazu auch noch einen Command, gell, Steffi, irgendwo. Beste Online-Shop-Service. Oh, merci vielmals. Das erwärmt einem gerade das Herz. Gestern hat dir jemand etwas geschenkt. Was hast du geschenkt bekommen, Nightmare Passion? Womit hat man dich können begeistern? Sub. Ich habe gesehen, das funktioniert glaube ich nicht mehr, gell? Donation? Donation? Ah, Donations. Ja, die gehen natürlich auch dort rein. Vielleicht ist es Donations. Ein bisschen peinlich, aber ist okay. Fehlen Ausgaben, ja. Ich würde sagen, Steffi, was hast du mit dem gemacht? Steffi, hast du es kaputt gemacht? Steffi, wieso hast du es kaputt gemacht? Kot? Das ist der Kot. Kok. An der Bot. An der Bot ist aus. Wieso ist der Bot ausgestellt? Wir brauchen doch Bots. Wie sollen sie irgendwann einmal die Weltherrschaft an sich reissen, wenn man Bots ausschaltet? Ich weiss nicht mal, wie man den Bot ein- und ausstellt, Steffi. Wie soll ich den ausstellen? Habe ich doch keine Ahnung davon. Ich bin schon froh, wenn ich den Computer starten kann. Nein, sicher nicht. Das schlimm ist nicht. Ja, sicher sage ich das, ja. Ich bin der Herr hinter dem Mikrofon, ich kann alles sagen. Ihr würdet mir alles glauben. Ah, gut, dass du ihn wieder eingeschaltet, Steffi, nachdem du es ausgeschaltet hast. Danke. Komm, das stimmt schon. Da bin ich aber froh. Hast du das im Griff, was zu sagen? Ich habe letztens den Follower-Dings angepasst mit dem Text. Statt eigentlich Thank you for following. Und den haben wir ja mal angepasst. Aber es ist wieder gestanden, auf Englisch gestanden. Und dann habe ich es bei Streamlabs aber angepasst. Und dann hat es funktioniert. Beim Test-Follow. Und jetzt funktioniert es aber glaube ich auch wieder nicht mehr. Ah, das ist, wenn ich ihn ausschalte. Ach so, ja. Schon gut. Ich mache immer alles nochmal kaputt. Erinnert mich gerade sehr an den einen Stab, den ich mal für ein Cosplay
ausgesägelt, geschliffen habe. Von Final Fantasy VI, von der Penelo, glaube ich. Bin ich sehr, sehr stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, für ein Cosplay aus Holz so einen richtigen Stab anzuzaubern. Ich weiß gar nicht, wo der hinkommt. Ich glaube, der ist vergammelt irgendwo bei den Eltern im Keller. Der hat sogar auseinanderschrauben können. Ich habe noch vorausgedacht, dass du ihn noch verstauen kannst. Unglaublich. Unglaublich. Das war aber das Einzige, was ich für Cosplays so richtig gewerkt habe. Also es war nicht einmal für mich. Ich bin natürlich nicht als Penelo gegangen. Ich bin ja kein kleines Mädchen, oder? Nur im Herzen. Und jedenfalls war das für meine damalige Freundin. Es ist, glaube ich, irgendwie am Vormittag ist sie mit dem nachher auf dem Vorplatz rumgelaufen und nachher, mir ist nicht so gut und keine Ahnung, ich war irgendwie gestresst und genervt gewesen, und dann ist er wieder irgendwie verschwunden und ich bin keine Ahnung, sicher eine Woche. Und ich hatte dem rumgesägelt gehabt. Zwei. So viel Wertschätzung hat mir meinem Werk dort entgegengebracht. Haben wir da Cosplayer unter uns? Habt ihr das auch schon mal versucht? Früher bin ich ja sehr oft an die Konichi gegangen, in Kassel. Also, ob ihr die kennt. Das war zumindest damals gewesen, wahrscheinlich immer noch die grösste deutschsprachige Anime- und Manga-Convention. In Deutschland eben, Kassel. Ah, das war schon ein riesiges Happening. Und ich weiss auch, am ersten Mal, als ich dort an die Convention gegangen bin, ach Gott. Also ich habe kein Mass mehr gekannt. Ich bin mit zwei so 60 Liter Güsselsäcken mit so blauen bin ich in Zug. Und das war voll mit denen, wie ich Figuren, Mangas und keine Ahnung was, alles voll gestunken gewesen. Und bin mit diesen zwei Güsselsäcken, weil es hat nichts anderes gehabt, bin ich bis heim gelaufen. Ah. Du hast am Sonntag dein Laub gesegelte Ente gefunden. Also hast du es endlich gehasst oder das Laub gesegelt? Habe ich aber auch nicht gerne gehabt. Oder dann hast du ja hinten hast du den Bogen beim Laubsägeln, oder? Und wenn du nicht richtig gedreht hast oder die Figur ein weit innen im Holz war, dann bist du einfach irgendwann so angestanden und hast nicht gewusst, wie soll ich es jetzt aussägeln? Dann hast du wieder alles rausfahren und von einem innen und das ausschneiden und ach, das ist so ein Seich. Also wirklich, wer hat das erfunden, Laubsägeln? Wieso eigentlich Laubsägeln? Also, macht das überhaupt keinen Sinn? Aber ja, ich verstehe deinen Frust absolut. Aber nachdem sich unsere Werklehrerin damals den Daumen an der Kreissäge fast abgefräset hat, haben wir natürlich auch alle in dieser Speck vor der grossen Fräse, oder? Darum lieber Laubsägeln vielleicht. Die Hand hat ihm auch wehgetan, ja, wie sind wir, der ungemütliche Holzgriff gehabt und da musste er so müssen drücken und auf und ab und da ist sie noch so vielleicht ein bisschen gestossen mit den Schultern und da hat es auch so Druck gehabt. Ja, ja. Ein Riesenseich. Gibt es heute immer noch Werke? Gibt es das noch? Also ich weiss, bei der einen Oberstufe hat man nachher noch so Metallwerke gehabt. Das habe ich leider verpasst gehabt. Das wäre cool gewesen. Ah, und das Blättchen müssen so auswechseln. Ah, ja, aber das ist so schnell durch gewesen. Also es ist ja erstens mal verbogen gewesen und dann hat es keine Zacken mehr gehabt. Und dann ist immer so eingehackt und dann hat es gerade so einen Schlag gegeben.
Ah, beim Laubsägeln muss man Laub sägeln. Irgendwann, merci vielmals für den Hinweis. Okay, ah, jetzt macht es Sinn. Ah, darum ist das auch so fein, wenn man mit dem dort Laub sägeln und nicht Holz. Ja, ja, absolut. Ah, okay. Ah, wir sind alle dumm gewesen in dem Fall. Strunzdoof. Ja gut, haben wir so Profis da unter uns, die uns endlich mal aufklären über die Mysterien der Welt. Laubsägel, also ja. Wir können noch lange darüber wehrweisen. Aber wahrscheinlich wird es einfach so sein, dass es eigentlich ursprünglich fürs Laub gedacht war und nicht für Holzsägeln. Für das gibt es ja Sage näher. Oh, hast du noch Schweißen gehabt? Oh, das wäre der Dream gewesen. Ja, das ist sicher scary. Aber kommst du ja da die Maske sicher rüber, oder? Also ich bin eher nur schon übergefallen, als ich damals in der Schnupperlehre war als Automatiker. Und dort durfte ich so ein Würfelgame zusammenläuten. Das fand ich schon geil gefunden. Aber dann noch schweißen, so richtig. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das war eigentlich mega doof. Ich glaube, das war in der Sek, wo die Schweißen hatten. Oder ist es real gewesen? Jedenfalls bin ich dann noch in die Bits und in die Bits hat es gar nicht mehr gegeben. Und dort hat es, glaube ich, auch keine Werke gegeben. Ich glaube, das ist ersetzt worden auch durch Biologie und Philosophie. Dort haben wir nicht mehr mit dem zu tun gehabt. Mag mir 88, so eine schöne Zahl. Merci vielmals für den Follow, schön bist du da. Glaubst du es einmal? Okay. Ich habe es noch cool gefunden, gegen das Ende von der einen Oberstufe im Werken haben wir unsere eigenen Projekte können wählen. Und dann habe ich angefangen, was war das? So einen Holzflüger, den mir mein Onkel damals geschenkt hat. Ich habe angefangen zusammenzubauen. Das war recht kompliziert gewesen. Aber hat mega Spass gemacht. Er ist ja nicht geflogen, aber. Weißt du, dass ich etwas Eigenes können machen konnte? Immer die Petzler, ja, ich weiss, das ist mega schlimm. Fühlt sich immer so wichtig, alle. Ja, aber es war eigentlich auch scheiße gewesen, oder? Also, ich bin zuerst real und zeig deine Petzler. Also, ich war eigentlich 2 Jahre verloren für nichts. Einfach weil damals unser Primarlehrer, der hatte so seine Lieblingsschüler gehabt. Und wenn ich Fragen hatte, dann hat er mich einfach komplett ignoriert. Und da bin ich natürlich zum Teil auch nicht vom Fleck gekommen. Das war ein richtiger Arsch gewesen. Da musst du noch, wenn der kam, ist am Morgen, musst du hinter dem Stuhl stehen, also richtig oldschool, und guten Morgen alle gleichzeitig und seinen Namen sagen. Boah, so einen Hass gehabt auf den. Aber nicht nur ich, also viele Eltern auch und haben dort noch fast vor die Türen angespeuzt und so. Das war wirklich ein Vollpfosten gewesen. Oh, da müssen wir noch eine gewisse Ausladen dazwischen. I didn't know. Wieso? So, jetzt haben wir hier mal noch den Rahmen ein bisschen gemacht. Sieht mega schön aus mit dem Gold dazwischen. Richtig cool. Ist auch sehr stabil. Wie kann man sich mit einem Laubsägel in den Finger schneiden? Wie geht denn das bitte? Also es ist nicht ferngesteuert gewesen, das Flugzeugmodell, aber du hast vorher können, so den Propeller, also es ist wirklich
aus Balsenholz gewesen, und dann hast du irgendwie so eine feine, ich weiß auch nicht, was das war, Papierschicht oder so noch drauf leimen und dann wirklich so ein bisschen verschalen auch. Und innen drin hat es einfach der Rotor mit dem Gummi hinten dran, wo du quasi hast können führen rühren, und dann hat er ein bisschen geflogen oder geleitet zumindest. Aber ja, ich habe es leider nicht so gescheit angebracht. Darum ist das nicht geworden daraus. Ja, und in der allerletzten Werkstunde haben wir noch dürfen Food mitnehmen, und dann haben wir alle uns so richtig fett so ein Meter-Sandwich genommen, und wir haben natürlich nichts mehr geschafft. Und unsere Werklehrer hat uns eh schon voll auf dem Kicker gehabt und ist dann nur noch mehr genervt gewesen, dass wir nicht schaffen und so. Ja, und sie bei uns eigentlich nicht viel erreicht hat, leider. Sind wir richtig mühsam gewesen. So, also, da haben wir jetzt wirklich fertig, die Halterung. Da kommt dann irgendwann der Globus noch dazwischen. Und ja, ich kann nochmal rauszoomen. Ich weiß nicht, ob das etwas hilft. Ja, ein bisschen, sieht man es noch. Oder ich gehe vielleicht so an. Moment. Hopp. So gross ist es dann. Hat das so schön, so kann ich eigentlich meinen Kopf so dazwischen hängen. Passt, eine Kopfgröße passt dazwischen. Gut, tun wir den auf die Seite. Und das haben wir noch, 20 Minuten haben wir noch, okay. Ja, dann fangen wir doch noch an da, mit der einen Seite vom Globus. Zack. Ja, der geht vielleicht gerade noch auf da. Egwin, was hast du gemacht im Schweissen? Was war das Coolste gewesen, wo du hast können zusammen möbeln können? Das Hölzchen gut haben, okay. Das muss ja ein Mini-Hölzchen gewesen sein, dass du dort... Oh nein. Das tut mir fast leid. Und dann bist du natürlich von deinen Pflichten befreit worden für einen Monat, oder? Weil du hast ja müssen den Schock zuerst verarbeiten. Ein Ringlight! Ja, es ist etwas für die Influencer unter uns. Es gibt natürlich ein Light My Brick Set zum Globus. Auf frag2.ch. Hätte man auch noch gerade drinnen verbauen können, aber... Ja, also ihn werden wir jetzt mal befehlen. Ein Schraub-Einhand-Zwinge. Was? Also eine Schublehre, oder wie heißt das? Eine Schraub-Einhand-Zwinge. Was ist das? Ah, einfach so eine Clamp. Ja, denen haben wir anders gesagt im Werken, oder? Die haben doch anders geheissen. Ich verstehe das, dass du jetzt quasi eine Sägeli-Phobie hast, eine Laubsägeli-Phobie. Es tut mir leid, dass du hast die Erfahrung machen musst. Es ist ganz, ganz viel Mitleid von uns, was du jetzt zu gut hast. Schraubzwingen. Schon. Schraubzwingen. Das klingt so deutsch. Hm. Ja, wahrscheinlich. Ich studiere wahrscheinlich völlig am falschen Nummer. Nicht Schublehre gesagt. Nein, Schublehre ist das zum Abmessen, oder? Wo du so ganz auf Millimeter genau kannst du etwas abmessen. Kannst auf und zu machen. So wie eine Zange dran, glaube ich. Weiß ich das auch nicht mehr. Schon zu lange nicht mehr damit befasst. Auch wenn es ein cooles Hobby ist. So, jetzt noch eine Viertelstunde. Jetzt muss ich aber gleich ein bisschen Gas geben, dass wir noch vorwärts kommen.
Schweiß haben wir ein Laternli gemacht. Es war gerade der Laternli-Umzug jetzt, letztes Wochenende, oder? Ich hoffe, du bist natürlich raus mit dieser Laterne. Du hast direkt durchs Metall durchgebrannt. Da hat jemand sicher Freude gehabt, oder? Das ganze Schulbudget verbrötelt durch dein Schweißen. Die anderen haben nur noch können, keine Ahnung. Ein Würfel schweißen oder so. Und Dings ist doch auch so ein Highlight gewesen, oder? Jetzt geheissen. Hauswirtschaft. Aber also das Kochen. Ich kotze, oder? Das hast sicher auch gesagt, oder? Wir haben die Kotze. Also es kann nicht nur ich sein, der das gesagt hat. Das war immer das Highlight. Man hätte ja nichts können essen, was dort gekocht worden ist. Und ich weiß nicht, aber ich glaube, auch die Lehrerin dort, die hat überhaupt keine Freude gehabt an uns. Also wir haben das so viel Scheiße gemacht. Da hast du ja immer am Schluss, die haben das sicher auch so gemacht, haben müssen kochen und jemand anderes hat es aber müssen essen. Also da hast du auf Tischen aufgeteilt und die einen dann das Essen bekommen und die anderen Riesen, da hast du natürlich gehofft, du hast das bekommen, was nicht völlig grusig war. Und manchmal hast du aber ein bisschen bescheissen können und der andere absichtlich das Zeug ein bisschen versalzen. So. Ja. Hm. Das hätte es ja besser wissen, aber. Nein! Ja, eben, dann haben sie Budget nicht gehabt für richtige Metallblättchen. Aber hauptsächlich da mit 800 Grad durchschweißen. Salz und Zucker, ja. Ja, ist öfters mal, glaub ich, passiert. Habe ich ja die Heime schon geschafft. Vor allem herrlich, wenn ich so freue, so auf frische Erdbeere und dann in diesen zwei Dosen, wo Salz und Zucker drin ist, das war bei meinen Eltern so, die genau gleich aussehen, genau gleich viel drin ist und du einfach nichts studierst und ja, und deine Erdbeere schön durchsalzt ist. Ah, geil gewesen. Der Freude gehabt. Ja. Und jetzt darum bei uns zuhause ist das wirklich ganz klar Trend. Also die Dösli sehen komplett anders aus, dass man da nicht mehr daneben langt. Sollte darum nicht mehr vorkommen. Lego-Technik hier. So zieht sich es natürlich ein bisschen. Ich hoffe, ich kann das noch abschließen. Also den Beutel müssen wir jetzt einfach noch fertig machen. Die nächsten 12 Minuten. Oh no, von dem müssen wir das. Nein, das müssen wir 6-mal machen. Please no. Ah. Okay. Gut, das schaffen wir. Ich muss es einfach immer zurückblättern, wie sich das drin hat. Dammit! Okay. Ich könnte natürlich. Nicht Schichtarbeit, Fließbandarbeit. Kann man dem so sagen? Einfach das Gleiche immer nacheinander.
anfertigen. 6 Mal, da brauchen wir 5 von denen. Ich weiß auch nicht, ob das schneller ist, wie eins komplett fertig machen. Aber wir probieren es mal. Akkordarbeit, glaube ich. Ich glaube, das suche ich. Suche ich das? Nein, Akkord ist immer so an der Menge bemessen. Nein, das Buch hat keine Seite verrupft. Keine Angst. Wir lassen es bei einer für heute. Ich habe dann nächste Woche wieder ein Kontingent für eine Seite verrupfen. Stellt euch vor, ihr würdet an so einem Fließband hocken und ihr müsstet den gleichen Handgriff 1000 Mal machen am Tag für das ganze Jahr. Für welchen Lohn würdet ihr das machen? Also ich glaube, für mich wäre das so langweilig, dass ich langsam hören, wie meine Synapsen wie Selbstmord begehen. Ich weiss nicht, ob es da einen Lohn gäbe. 1 Million pro Monat würdest du es machen, das Buch. Okay, okay. Bets are open. Gut. Ja, 1 Million ist zwar schon nicht schlecht pro Monat. He? Aber 8 Stunden pro Tag, 5 Tage in der Woche. Schon knifflig. Ist schon knifflig. Kannst du dann das Leben mit dieser Million genug geniessen, dass der gleich ist, dass 8 Stunden lang dein Leben voll beschissen und langweilig ist? Ein bisschen Podcast oder Musik dazu hören. Guter Punkt. Ich denke, weil es unter Umständen würde den Rhythmus stören oder einen unterschiedlichen Rhythmus bei den Mitarbeitern würde geben am Fließband, gibt es einfach so rhythmische Trommeln. Und es gibt keinen Podcast und keine Musik. So wie bei Asterix und Obelix bei Cleopatra auf dem Boot. Dum, 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 dum. So, und in diesem Rhythmus müssen wir arbeiten. Vor- oder nach Abgabe. Vorabgabe. Machen wir es einfacher. Schon schon, wenn man rechnet, wie viel übrig ist. Wenn es noch für 1 Jahr ist, okay. Nachher für 12 Mille 1 Jahr machen, ja. Okay, ja, wenn nach einem Jahr müsstest du aufhören. Oder dürftest du aufhören. Könnte man sich das schon überlegen. He? Aber es wäre nachher trotzdem das Wissen da und das Gewissen auch, dass du 1 Jahr von deinem Leben verschwendet hast. Auf der anderen Seite hast du dann die Kohle. He? Schwierig, schwierig, schwierig. Entscheidungen, Leute. Lebensentscheidungen. Augen auf bei der Berufswahl.
Au. Hey, da fehlt dir noch das Graue. Dein Leben, nice. Puh, das ist nicht so seich. Das soll das Verschwendung sein. Ja, was? Bist du jetzt da bei uns? Das ist doch keine Verschwendung. Das ist Zeit wertvoll investiert. Hast du selber schon so Büte gemacht am Fließband? Mhm. Ja, ein halbes Jahr kannst du wahrscheinlich wirklich dich noch durchboxen, aber irgendwann hast du es wirklich gesehen. Also ich habe das Gefühl, du verblödest einfach. Weil du hast ja intellektuell überhaupt keine Herausforderung mehr. Auch wenn es Leute vielleicht gibt, die sagen, ja, nein, ich schätze die Arbeit, weil in dieser Zeit kann ich an wertvolleren Sachen umstudieren. Und in der Freizeit dann auch etwas schaffen oder etwas werken, wo mir mehr Zufriedenheit gibt. Ganzes Archiv digitalisiert. Wow. Okay. Ja, ich glaube, das kann man schon ein bisschen vergleichen. He? Also das ist ja wirklich... Irgendwann hast du es einfach gesehen, oder? Wochenlang Büroklammer rausgerupft, abgeschnitten. Oh. Und abschnitten. Ja. Also... Was heisst Woche? Wie viele Wochen? Etwa ein halbes Jahr hast du dran gehabt, oder wie? Also ich musste in der Lehre damals noch das Archiv aufräumen. Aber dann war ja wirklich einfach alles am Boden gewesen, querer Weg. Die Leute haben es einfach nur noch reingerührt. Aber dann noch digitalisieren und jede Seite noch einscannen, hey, also nein. Der Poketario! Grüß dich! Merci vielmals für den Follow, schön bist du hier bei uns. Ich hoffe, dir geht es tipptopp heute an diesem schönen Dienstagnachmittag. Ja, das würde ich auch nicht machen. Also es gibt sicher viele Arbeiten, die eben einmal so repetitiv sind, dass du nicht mehr weitermachst. Wieso sind wir überhaupt drauf gekommen? Weil hier ein paar Sachen nur schon die gleiche Form haben und sich wiederholt haben. Aber eben, es gibt Leute, denen ist das ihr Job. Und es gibt sicher auch Leute, die finden das befreiend, weil sie nicht so belastet sind mit Sorgen und Gedanken und dem Stress auch von gewissen Jobs. Ja, ich glaube, die Maske hat sich bei vielen Orten ein bisschen durchgesetzt. Das ist es so. Länger als ein Jahr, irgendwann nur noch Teilzeit. Ja. Das Bundesarchiv war. Okay. Ja, aber in dem Fall bin ich ja froh, bist du nicht mehr dort. Ihr Grün. Jetzt gehen wir mal schön schauen. Was haben wir jetzt da noch? Ich glaube, ich mache noch da den Sack fertig, habe ich gesagt. Es ist zwar dann gerade 3, aber es sind ja nicht mehr viele Teile. Das machen wir jetzt noch ganz kurz. Ganz, ganz kurz. Machen wir da. Fast. Verstüpft. Okay. Ja, aber zwischendurch gibt es halt so Phasen sicher im Leben, wo man irgendwelche Arbeiten macht, die einem halt nicht zusagen, aber eben eine Übergangsphase sind. Wie ich, wo ich da dabei bin. Gerade im Callcenter bin. Zwischendurch war es cool, aber zwischendurch halt auch sehr anstrengend.
viel mühsame Leute gibt. Sich aufführen wie noch im Kindergarten. Studierjob voll easy, ja, definitiv. Ich meine, dann hast du eh schon genug mentale Belastung, dann bist du sicher froh. Wenn du mal ein bisschen abschalten kannst, gebe ich dir recht, ja. Sehr, sehr schönes Dunkelblau da übrigens. Wo wahrscheinlich dann auch unser Meer darstellt. Nochmal und dann haben wir es für heute zumindest. Und jetzt haben wir, glaube ich, schon so eine halbe, so die Hälfte von einer Seite. Ein bisschen mehr sogar. He? Cool. Okay, also für die, die nochmal gefragt haben, wie breit das ist, so breit ist es. Also kann man das irgendwie vergleichen? Ich habe relativ grosse Hände, was es hilft. Ja, und dann natürlich auf der anderen Seite noch. Und dann hängt das nachher. Muss ich auch gerade schön mal noch mal wechseln. Dann hängt das nachher so da drinnen. Oder eben dann halt, nehmen wir es halt als Kopfhalterung. Bis jetzt sehr, sehr zufriedenstellend. Einfach eben, gewisse Sachen sind halt repetitiv. Sieht man eigentlich auch, wenn man es kauft, oder dass die vielen Blättchen, die nachher auch den Ozean ausmachen, das Meer bzw. Dass das halt immer wieder ein bisschen die gleichen sind. Sind aber sehr schön gelöst mit vielen farblichen Unterschieden. Es macht auch wirklich einen sehr stabilen Eindruck. Ist alles super. 1A verkeilt. Wir haben nicht einmal viele führige Teile. Keine Angst, ich habe alle verbaut das mal. Und das nächste Mal, wir sind jetzt auf Seite 74 von 226. Das nächste Mal machen wir dann den Äquator, sehr wahrscheinlich, noch ganz fertig und gehen dann nachher, ja, schon in Richtung von, was ist das, Afrika. Vermutlich, wer weiß es nicht. Volleyball, ja, oder ein Volleyball. Könnte man auch machen, dann tun wir einfach nachher alles weiss ansprayen und dann so ein paar Linien drüber ziehen. Genau. So, aber an dem Punkt machen wir jetzt fertig mit unserem Globus, zumindest für heute. Ich danke euch ganz herzlich für den Stream. Hat mega Spass gemacht, mit euch ein bisschen zu bräuderle. Merci vielmals für Subs und Follows. Ihr seid die Besten. Hat mich mega gefreut, dass ihr uns so unterstützt und hier gewesen seid. Ich muss gerade mal schauen, wenn ich das gerade herausfinde, was jetzt da nächstens erst noch aufkommt. Ist wahrscheinlich der Troy Tomorrow, nehme ich mal an.
Könnt ihr das sehen? Yes. Morgen am 3 am Nachmittag ist Troy mit Gaming wieder am Start. Was haben wir für einen? Für den Game Stream. Ja, ich bin einfach ein absoluter Noob. Ich muss entschuldigen. Aber schaut rein, morgen am 3 beim Troy, wenn er weiterzockt. Ich weiß nicht, ist immer noch Jurassic World? Wenn er da wäre, würde ich es wahrscheinlich sagen. Anyway, bei mir geht es am Dienstag nächste Woche wieder weiter. Und zwar nicht am 1 bis am 3. Das war, wie gesagt, eine Ausnahme gewesen, heute aufgrund von meinem Termin. Sondern von 11 bis 1, wie immer. Und ja, hat mich sehr gefreut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag. Genießt die schöne Herbst-Mood. Zieht euch ein bisschen Tee rein, macht es euch gemütlich, dann ein bisschen Lego zusammenbauen. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder in einer Woche. Habt es noch gut und tschüss miteinander.